Es werden ja wahrscheinlich viele von euch schon mitbekommen haben. Lasst es uns gemeinsam anschauen. So, ist es unsere Zukunft im E-Sport? Das ist das Richtige, ne? Da ist es. Moin. Knabe mal. Ja, rein. Super. Ja, safe. Macht's euch gemütlich. Lautstärke? Hi, ich bin Chris. Kevin, grüß dich, Chris. Das hier ist das zweite von insgesamt 3 Real Talk Videos, die wir gerade zur Zukunft von Eintracht Spandau aufnehmen. Mein Kollege Hendrik, der hatte bereits ein Video zur Zukunft in der Boiler League gemacht. Heute geht es jetzt um die Zukunft in League of Legends. Und nein, um das mal direkt ganz klar zu sagen, wir steigen nicht in die LEC ein. Keine LEC? Ey, ich bin raus. Prost. Was ist das für ein schlecht eingeschüttetes Bier, Bro? Das ist, wisst ihr, wenn ich so das sehe, das ist einfach, ne, warum Berliner keiner ernst nehmen kann. Das ist einfach, die schenken unabsichtlich einen Schnitt ein, gell? Weil die keinen eins, also die haben keinen Respekt vor Bier. So, diese Plörre, Prost. Okay. Ja gut, was wir noch sagen müssen ist, wir werden in der Prime League erhalten bleiben. Mhm. Wie das Ganze aussieht, wie die Philosophie sich bei uns vielleicht so ein bisschen changed und mit welchen Leuten wir da zusammenarbeiten, mit welchen Spielern insbesondere, das erfahrt ihr jetzt in dem Video hier. Wir haben mittlerweile vor 3 Jahren gegründet, genau hier die Ankündigung auch gedreht. Ja, also viele von euch haben das ja wahrscheinlich noch nicht mitbekommen. Aber es ist so, dass es einen großen Shift geben wird in der deutschen Szene. E-Sport ist sehr unattraktiv geworden mittlerweile als Organisation. Das heißt, sehr viele Teams überlegen, ihren Strategie-Approach zu ändern. Es gibt Teams, die schließen. Es gibt Teams, die einfach drastisch Gehälter senken. Es gibt Teams, die mehr in Richtung Content-Auslegung gehen, weil im Content ist die Reichweite und das Geld und nicht im Gameplay. Es gibt einige Ligen, die komplett schließen werden. Die sind leider noch nicht announced, deswegen darf ich dazu nichts sagen, glaube ich, meines Wissens nach. Aber es gibt praktisch National Leagues, die komplett schließen. Und das Ökosystem wird für die Spieler sehr viel schlechter werden. Die Bezahlungen werden massiv nach unten gedrosselt werden. Und ich glaube, dass ich weiß nicht, wie das mit der Teamkonstellation wird, weil das ein zweischneidiges Schwert wird. Es gibt mehr gute Spieler für weniger Plätze, aber die Plätze sind weniger attraktiv, weil weniger Geld gezahlt wird. Wisst ihr? Dementsprechend kann sein, dass die Teams trotzdem unglaublich stark sind, weil als Pro-Player willst du ja auch spielen. Das heißt, vielleicht nehmen die Leute einfach in Kauf, sehr viel weniger zu verlieren. Und das ist so eine verrückte Zeit gewesen mit Tiefen, wie unnötige Niederlagen, verpasste Finals, das war für mich was komplett Neues, das kannte ich so auch noch gar nicht. Aber auch vielen Höhepunkten, gerade auch Interaktionen mit den Fans, sei es hier im Bock, aber auch auf der Gamescom bei der Mitgliederversammlung, bei der beim Sommerfest hier in Spandau oder auch bei der Meisterfeier dieses Jahr. Ja, und einfach dieser historische Run, den wir gemacht haben, wirklich im Jahr Masters, also vom sozusagen letzten Platz Playoffs, Prime League Liga, dann hoch, der Prime League Pokal, dann geht man im Jahr Masters rein und das ist so das Turnier, ja, das Beste, was du erreichen kannst in Europa sozusagen, wenn du dich nicht in die LEC einkaufst. Und das haben wir einfach geschafft. Und das ist einfach crazy. So, das ist keine Selbstverständlichkeit. Da muss ganz viel zusammenkommen. Und dass wir dann sozusagen das noch so ein Topping machen mit, wir machen hier dieses Offline, diese View-Watch-Party. Ja, also das ist so. Und dann noch diese Meisterschaftsfeier auf dem Boot und so. Das ist für E-Sport Deutschland wirklich was in den letzten 10 Jahren, muss ich sagen, was ganz Krasses gewesen, weil die sportliche Leistung auf der einen. Also, ne, nochmal um das zu sagen. Die Eintracht ist wirklich das Vorzeigeteam in der deutschen Szene. Diese Events, die dir auf die Beine stellen, was die für einen Hype erschaffen, auch was die für eine Offline-Präsenz haben, was fast kein anderes Team auch nur ansatzweise in dem Rahmen schafft. Diese Fankultur, die aufgebaut haben, auch über verschiedene Titel. Also das muss man wirklich sagen, die Eintracht ist da wirklich ein absoluter Vorreiter. Aber auch einfach, dass die Fans so mitgezogen haben. Es war schade, dass es kein Offline-Finale war. Stark. Aber ansonsten war das wirklich ein historischer Run. Wer hat die beste Midlane? Eintracht Spandau! Wer hat den besten ADC? Eintracht Spandau! Wer hat den besten Support? Eintracht Spandau! Man muss fairerweise auch sagen, wir hatten ein bisschen Pech bei der Gründung von Eintracht Spandau, was das Timing angeht. Es kam direkt die Pandemie, es kam der Ukraine-Krieg, es kam die Energiekrise, sodass einfach insgesamt durch Inflation die Weltwirtschaft und auch die deutsche Wirtschaft immens unter Druck geraten ist. Allerdings muss man fair sagen, dass die Pandemie aus
Online-Sicht ein wahnsinniger, also das darf man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man das so formulieren darf, aber für fast alle Betriebe mit digitalem Interesse, Einkommen, war die Pandemie ein unfassbarer Boost. Ja, das darf man nicht vergessen. Gleichzeitig gab es aber durch die E-Sports-Teams, die schon früher am Start waren, die vielleicht auch viel Investorengelder dabei hatten, eine Art Wettrüsten, die sich immer gegenseitig, zum Beispiel bei Spielergehältern, aber auch bei Infrastrukturkosten und Co. ja, regelrecht überboten haben, was es dann sehr schwer gemacht hat. Super Punkte hier von Chris. Ne? Dieses Wettrüsten, das da stattgefunden hat, diese hohen Investorengelder, diese hohen Sponsorengelder, die praktisch reingeflossen sind in die Szene, das waren einfach Summen, die nicht sustainbar waren in diesem Ökosystem. Und deswegen gibt es jetzt praktisch eben diese Neuanpassung. Weil das einfach, ihr müsst verstehen, die Gehälter sind explodiert. Wenn wir davor 400 Euro bekommen haben oder 900 Euro oder in einem Top-Team 1000 Euro, plötzlich hattest du Gehälter, die bis zu 15.000 Euro im Monat waren, dafür, dass jemand National League spielt. So, das war komplett verrückt. Da gab es, also das ist so eskaliert so schnell, ne? Das ist so schnell eskaliert. Da sportlich kompetitiv das, mithalten zu ganz können. Ganz kurz noch zur Einordnung, das ist ein Ausnahmegehalt gewesen, das 15.000 Gehalt, aber du hattest auch viele Gehälter, die halt mehr dann so in der 5.000 bis 8.000 Euro Range liegen und das ist halt nicht abbildbar gewesen, wisst ihr? Versteht ihr? Also ist natürlich, das war jetzt nur ein absoluter Ausnahmebeispiel, okay? Können, ohne immense Summen ausgeben zu müssen. Ja. Und wir wollten ja vorne mitmischen, wir wollten ja um Titel kämpfen, wir wollten in mehr Maßes angreifen und dann musst du competen mit den Sportkosten und dann schaust du natürlich die LEC an, du schaust aber auch ERLs an, wie die LFL oder die LVP, also Spanien, also Frankreich und Spanien. Und ja, da willst du und musst du mithalten, weil ansonsten bist du halt einfach dann nicht so relevant wie... Mein Verständnis ist, dass Eintracht Spandau tatsächlich keine besonders hohen Gehälter gezahlt hat, aber sehr gute Infrastruktur und drumherum geboten hat immer. Die haben durchschnittliche Gehälter gezahlt. Die anderen Teams. Und dementsprechend ist man gezwungen, halt in diesem Wettbewerb halt auch alles zu geben. Und das zu matchen, um halt eben seine Ziele zu erreichen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass auch zuletzt die Sponsoreneinnahmen stagniert haben ins Ökosystem. Und auch die Zuschauerzahlen sind in der letzten Zeit entweder langsamer oder gar nicht mehr gewachsen. Ja, und selbst das Double sozusagen. Massiv zurückgegangen. Nicht, also das ist jetzt sehr höflich ausgedrückt. Die Zuschauerzahlen sind katastrophal, sind massiv zurückgegangen. Der Markt ist gesättigt. Es gibt zu viele geile Sachen, die ihr als Zuschauer anschauen könnt. Es gibt zu viel Pro-Play, das ihr als Zuschauer anschauen könnt. Und der Markt ist einfach gesättigt. Man will nicht eine zweitklassige, eine drittklassige Liga stehen. Es gibt keine Aufstiegschancen, es gibt keine wirklichen Hype-Geschichten, du kannst nirgends hin, es gibt nicht den LEC-Aufstieg. Warum sollte man eine National League anschauen, wenn man nicht ein Team hat, mit dem man eine persönliche Bindung hat? Das riesige Event mit den Views, das historische sportliche Ereignis, darunter, danke, hat einfach nicht diesen finanziellen Einfluss dann gebracht, den man sich eigentlich erhofft. Das heißt, wir befinden uns eigentlich in einem Ökosystem, das sportlichen Erfolg finanziell überhaupt nicht belohnt. Ja. Und andere Teams geben einfach unfassbar viel Geld für Sport aus, ruhen sich dann aber auf der Reichweite, die reichweitenstarke Teams selber ja auch entsprechend teuer erzeugen, ein Stück weit aus. Und da ist für uns halt klar, wir müssen da was ändern. Das alles führt dazu, dass wir in den letzten 3 Jahren noch kein Jahr hatten, das wirtschaftlich ein wirklicher Erfolg war. Damit wir hier was Nachhaltiges aufbauen und das können. Das müsst ihr mal verstehen, ne? Kein Jahr gehabt, das wirtschaftlich erfolgreich war. Eintracht Spandau, okay? Wenn ihr euch Eintracht Spandau anschaut und ihr schaut euch denen ihre, wo ist die Sponsorenliste? Sieht man das hier irgendwo? Eintrachtspandau.de, Sponsorenliste, unsere Partner. Sparkasse, Pringles, Comedy Central, Backforst, Krombacher Spezi, Westenergie und frisch announced Adidas. So. Und das sind die großen Sponsoren. Ich glaube, die haben noch ein paar kleine. Und es ist trotzdem wirtschaftlich nicht rentabel. Was uns langfristig auch noch Spaß macht, euch sowie uns, müssen wir tatsächlich dann schauen, dass wir verschiedene Kosten bei Eintracht Spandau gerade auch reduzieren können. Ganz ehrlich, es geht hier nicht um Gewinnmaximierung, weil es gab bisher noch keine Gewinne. Wir wollen hier einfach dafür sorgen, dass es was gibt, dass Eintracht Spandau jetzt auf Jahre hinweg einfach profitabel laufen kann, damit es einfach weiter existiert. Und wenn man sich die Kostenblöcke für Eintracht Spandau anschaut, dann gibt es im Endeffekt 3 grobe Blöcke, die man einteilen kann. Das eine jetzt sind die Kosten. Leute, wir müssen uns jetzt, das ist sau interessant. Ich will das jetzt eigentlich nicht so abbrechen, aber ich will auch das NNO-Game nicht verpassen, ehrlicherweise. Für den sportlichen Betrieb.
Das andere sind Kosten, die uns Reichweite bringen. Da fallen dann Influencer, aber auch Content-Produktionskosten mit rein. Und das dritte ist dann Infrastruktur, sowas wie eine Büromiete, aber auch die Spielerwohnungen und ähnliche Dinge, die wir halt die ganze Zeit bezahlt haben, um die Infrastruktur entsprechend zu stellen. Ja, und ich glaube, es ist ganz klar zu sagen, dass wir uns von diesen Reichweite-Posten einfach nicht trennen können. Also ich glaube, das ist elementar für die Vermarktung von uns und von der Identität von Eintracht Spandau. Aber auf der anderen Seite vor allem für euch, weil ihr wollt keinen Scheiß sehen, ihr wollt unterhalten werden und ihr wollt uns on-cam sehen und greifbar sein, also dass wir greifbar sind. Und deswegen ist es für uns halt einfach super wichtig. Und wir denken, dass das ja eben auch die Nachhaltigkeit. Warum ist da so traurige Musik drauf? Ne? Also man merkt jetzt schon direkt, ich weiß nicht, ob ihr es raushört, es gibt natürlich jetzt eine Säule, wo man einsparen kann. Ne? Es gibt jetzt natürlich, wo man einsparen kann, man möchte nicht bei der Reichweite. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die wir sehen werden, allgemein, ist, dass es weg vom sportlichen Wettkampf ein bisschen geht, in den National Leagues und hin zum Entertainment, hin zu qualitativen Content, Offline-Event, Zuschauer abholen, involvieren und dass man gemeinsam eine schöne Zeit hat, weil das funktioniert. Des Ökosystems und von League of Legends Deutschland wirklich merkbar beeinflusst. Denn ganz ehrlich, ohne euch Fans funktioniert es ja für uns auch nicht. Und das ist auch der Hauptgrund, warum das, was wir machen, uns so viel Spaß bereitet. Deswegen hoffen wir auch hier jetzt mit der Transparenz, wenn wir euch erklären, wie wir uns nächstes Jahr und die Jahre darauf aufbauen wollen, dass ihr versteht, warum wir das machen, dass ihr daran glaubt, dass das geil wird und dass ihr uns auf dieser Reise einfach begleitet, weil nur dann macht es uns auch Spaß. Ja, und um das einmal ganz deutlich zu sagen, so League of Legends ist unsere Identität und liegt uns natürlich halt ganz nah am Herzen. Führt jetzt halt eben nur dazu, dass wir jetzt unseren Fokus halt ein bisschen shiften sollten, weil wir nicht Geld verbrennen möchten. Also wir werden jetzt von sportlicher Exzellenz eher zu der unterhalterischen Exzellenz gehen. Das bedeutet im Endeffekt, wir wollen jetzt auf einen anderen Typ Spieler setzen. Eher auf Spieler, die sich vielleicht schon ein zweites Standbein aufbauen wollen für die Karriere nach der Karriere und zum Beispiel als Twitch-Streamer oder als Content-Creator am Start sein wollen. So können wir uns auf unsere Stärke fokussieren, wenn es darum geht, Characters auszubilden, Reichweite weiterzugeben, aber auch aus Leuten, die zu uns kommen, halt ein Stück weit Stars zu machen, weil wir sie nahbarer und anfassbar machen. So, ne? Also, was sie hier sagen, es geht weg vom Sportlerischen. Das heißt, Gehälter werden ganz klar gekürzt bei den Spielern. Und es geht praktisch darum, mehr in Richtung Influencer-Team, in Richtung ein bisschen Streamer-Team zu gehen. Wahrscheinlich werden sie schon noch Leute dabei haben, die halt ein bisschen am Ende ihrer Karriere sind. Ich würde zum Beispiel auf jemanden wie Power of Evil tippen, der sich praktisch ein neues Standbein aufbauen möchte und in Richtung von Content Creation eh schon äugt. Oder vielleicht werden sie auch noch ein paar andere mit dabei haben. Ne? Oh, Labarababa, was bedeutet das jetzt? Ne? Also, wir wollen in League of Legends bleiben und wir bleiben auch in der ersten Liga. Aber wir müssen uns halt von dieser sportlichen Exzellenz halt einfach so ein bisschen verabschieden. Das ist einfach nicht nachhaltig gerade. Und wir wollen halt hin zu einer Content-Exzellenz. Ja, und dafür muss man halt eben die Strukturen im Hintergrund ändern. Wir werden jetzt versuchen, halt einfach den Leuten mehr Freiheiten zu geben. Und im Endeffekt wird es auch dazu führen, dass einfach die Spieler viel nahbarer für euch sind, weil die halt nach den Spielen und viel öfter live sein können. Und also, wir werden nächstes Jahr ein Streamer-Team sein. Wir erhoffen uns davon gleich mehrere Dinge. Auf der einen Seite werden wir attraktiver für einen gewissen Spielertyp, nämlich die, die sich gerade diese Karriere aufbauen wollen. Auf der anderen Seite bekommen wir einiges an Flexibilität zurück, wenn es um... Genau, also ihr seht das, was wir auch schon öfter besprochen haben. E-Sports hat unfassbare Probleme. Es ist nicht nachhaltig, es funktioniert nicht. Spielerische Exzellenz ist zu teuer, die Gehälter sind sehr aufgebläht. Und selbst ein Team wie Eintracht, die sich die größten Sponsoren gesichert haben, von denen alle dachten, dass es ihnen extrem gut geht, sagen jetzt hier ganz offen, es war wirtschaftlich kein Erfolg, trotz all dem, was wir gemacht haben. Und wir strukturieren um. Ne? Und sie gehen weg von spielerischer Exzellenz. Und das bedeutet, dass sie wahrscheinlich anfangen werden, halt Gehälter drastisch zu reduzieren. Und dass sie Streamer nehmen und Spieler nehmen, die am Ende ihrer Karriere sind und die praktisch in Richtung von Content gehen. Ja, 3K Average aufgebläht.
Naja, wenn du für jeden Spieler, du brauchst 5 Spieler und einen Coach und du zahlst im Durchschnitt ein Gehalt von 3.000 und ein Split läuft dann 4 Monate und am Ende des Splits kannst du 10.000 Euro gewinnen, den du aber nicht nehmen darfst, sondern den deine Spieler bekommen, während die Liga eine Average-Zuschauerschaft von 5.000 Zuschauern hat, du musst einfach verstehen, dass einfach die Rechnung funktioniert nicht. Wo soll das Geld herkommen? Wo soll das Geld herkommen, Bro? Wo soll denn das Geld herkommen? Die Zusammenarbeit mit Vermarktungspartnern geht. Nur ein Beispiel hier, wir hatten oft Probleme, wenn es darum geht, eine Gamescom zu planen, weil wir nicht wussten, spielen die Jungs dann noch EMEA Masters? Man hat das oft erst eine Woche vorher final gewusst und wir hatten da immer den sportlichen Erfolg über die Möglichkeiten, coole Sachen zum Beispiel auf einer Messe zu machen, priorisiert. Und in Zukunft wollen wir das genau andersrum priorisieren, sodass ich jetzt schon weiß, wir können da auch dann entsprechend hin und agieren. Und natürlich erhoffen wir uns auch, dass die Spieler greifbarer werden. Das hatte Kevin ja eben auch schon mal erwähnt. Durch zum Beispiel eine tägliche Interaktion bei denen im Stream habt ihr viel mehr Möglichkeiten, sie zu sehen, mit ihnen zu interagieren und seht sie nicht nur ein-, zweimal die Woche am Fliesentisch, mal gut gelaunt, mal schlecht gelaunt, je nach Ergebnis des Spiels, sondern habt viel länger Möglichkeiten, mit ihnen zu interagieren. Fliesentisch-Diskussion, und der wichtigste Punkt, den will ich jetzt natürlich auch nicht unter den Tisch kehren, wir sparen uns dabei einiges an Geld, an Kosten, die wir bislang halt immer hatten. Ja, und das hat natürlich Auswirkungen auf den Sport. Ja, also weniger Sportbudget, die Leute werden mehr streamen, weniger scrimmen. Und ja, ich glaube, da müssen wir einfach alle so ein bisschen unsere Erwartungshaltung anpassen. Aber wenn man die Jungs fragt, die wollen alle um die Titel kämpfen. Für uns fühlt sich das gerade an wie ein großer Schritt, wie eine große Veränderung, wie das Ende einer Ära oder der Start einer neuen Ära. Deswegen machen wir das Video, um euch auf diese Reise. Ich glaube im Übrigen nicht, dass das Team von Eintracht schlecht sein wird, auch wenn sie weniger trainieren. So. Was ich glaube, weil praktisch das Niveau allgemein wird, glaube ich, sinken spielerisch. Ich bin mal gespannt, wer im Team dann am Ende ist. Ne? Ich weiß schon von einer Personalie, weiß ich schon. Aber ich glaube, dass das immer noch ein sehr gutes Team sein wird, ehrlicherweise. Aber für euch ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Wir bleiben in der ersten Div. Wir spielen weiterhin Prime League. Wir haben weiterhin ein geiles Team. Wir machen weiterhin eine Fanmeile. Die größte Änderung ist sicherlich, dass nicht mehr alle Spieler in Spandau sein werden. Aber dann machen wir den Fliesentisch danach halt einfach digital. Ja, und jetzt würde ich natürlich wissen, wer zockt im nächsten Jahr, ne? Wer sind die Spieler? Und ich bin giga happy, dass wir im nächsten Jahr jemanden dabei haben, der eine elementare Säule für den Erfolg in diesem Jahr war. Und wir haben ihn auch heute schon hier. Und hier ist er! Nee, Karl, du nicht? Nee. Power of Evil! So nämlich! So. Jawohl! Das mein Ding. Das war zu erwarten. Das war zu erwarten, ehrlicherweise. Ja, moin. Power of Evil ist auch ein Spieler, der sehr, sehr lange, sehr, sehr gute Karriere hatte im E-Sport, der sehr viel gezeigt hat, der bei den Worlds mit dabei war, bei Unicorns damals. Und der jetzt allerdings ein bisschen so am Ende seiner sportlichen Karriere ist, mehr in Richtung Content Creation ist, der auch viel streamt schon, der auch bei Formaten mit dabei ist und so und der sich ein zweites Standbein aufbauen möchte. Das ist der perfekte Fit für so ein Team. Misfits, entschuldigt bitte. Ja, Misfits, entschuldigt. Sorry. Vor allem jetzt, sehr geil, ja. Ja. Wie blickst du denn jetzt aufs nächste Jahr? Ja, also als Spieler bin ich mega hyped, mehr Content balancen zu können, ein bisschen mehr da sein können, für die Fans zu sein und ja, einfach geilen Scheiß zu produzieren, egal ob YouTube-Videos oder Streams. Ich glaube, das wird ultra geil. War ja auch einer der großen Gründe, warum ich zu Eintracht dieses Jahr gewechselt bin. Und ihr habt schon gehört, Kevin hat versucht, ein bisschen die spielerische Leistung runterzudrehen, die Erwartungshaltung, was fair ist, muss man sagen, aber als Spieler willst du eigentlich immer gewinnen. Deswegen werden wir trotzdem unser Bestes geben. Wir werden versuchen anzugreifen und schauen, was möglich ist. Ja, kann auch funktionieren, so ein Content-Film. Ohne viel Druck, ohne Scrims. Das kann immer funktionieren. Damit sind wir am Ende vom Video angekommen. Ich hoffe, ihr habt alles soweit nachvollziehen können, warum wir so entscheiden und was wir so entschieden haben. Falls ihr noch offene Fragen habt, kein Problem, schreibt sie uns einfach in die Kommentare oder auf Social Media und wir adressieren sie sehr gerne. Ja, und wir möchten einfach, dass Eintracht spannender und nachhaltiger ist, dass wir alle in den nächsten Jahren noch League of Legends machen können, dass ihr irgendwie ein geiles Team habt, was ihr verfolgen könnt. Und ich glaube, ansonsten in den nächsten Tagen und Wochen wird es bestimmt auch nochmal gespannt, wie dann unser volles Roster aussieht und welchen Spieler wir dann noch so announcen können. Also, bleibt gespannt. Cut! Ja, doch gut, oder? Ich denke, ja. Ich bin ganz happy, muss ich sagen. Aber hä, wolltet ihr nicht noch den AD Carry announcen? Ja, wollten wir. Sollte eigentlich da sein, aber hat verpennt oder so. Keine Ahnung. Also es ist typisch. Ja. Das ist wahrscheinlich die größte Überraschung
für viele von euch. Das ist was, was, glaube ich, viele Leute schon erwartet haben. Na, es ist was, was sehr, sehr viel Sinn für ihn macht. Er hat da sein Leben. Er ist sehr, sehr gut vernetzt. Er macht wahnsinnig viel für Eintracht. Und das ist jetzt natürlich ein Schritt für ihn, der sehr viel Sinn macht und wo wir uns sehr freuen können, dass er da ein Zuhause gefunden hat. Nichts als Gutes für ihn. Der Grund, warum ich angefangen habe zu streamen, der Grund, warum es NNO gibt, der Grund für viele, viele Talente und Spieler in der deutschen Szene. Die Legende himself, Bröki. Ich weiß nicht, wie Kani damit umgeht, um ganz ehrlich zu sein. Aber ja, Bröki wird nicht mehr bei NNO spielen, sondern wird für Eintracht Spandau auf der AD-Carry-Position performen, meine Damen und Herren. Es ist soweit. Ein Herz für Bröki, sehr gerne ein Herz für Bröki. Keinem gönne ich es mehr als ihm. Er hat sich wirklich sehr, sehr verdient. Und ja, wir sind mit NNO Alt auf der Suche nach einem neuen AD-Carry. Ne? Und jetzt im nächsten Schritt geht's rein in den nächsten NNO-Cast mit Sola, der zufällig AD-Carry ist. Warte mal, Sekunde. Schade, dass wir kein so hochprofessionelles Announcement-Video haben, ne? Nein, Spaß.